Und damit hallo und herzlich willkommen zur 21. Folge des Mirror's Edge Let's Plays. Und ich habe nachgeschaut, wie wir hier hochkommen. Und zwar. eigentlich ist es ganz leicht. Man muss es nur gehandelt bekommen. Und zwar schafft man wohl diesen Sprung, wenn man sich hier richtig anstrengt, schafft man wohl bis ganz nach oben. Also jetzt hier. Ich muss an diese Wand und Q drücken. Ich würde aber ganz ehrlich sagen, also in dem Video war ja hier, hat er es an dieser Wand hier probiert. Warum falle ich denn immer wieder runter? Ah, diese Stelle. Es läuft so gar nicht, ich Drake sag's sagt, euch. er hat einen Runner in deiner Gegend. Er hat ihm von jeder Menge Aktivität auf dem Schiff berichtet und er hat vielleicht deinen Mann auf dem Oberdeck gesehen. Schön, danke. Ich wäre lieber gestorben beim Runterfallen. Kennt ihr wahrscheinlich. So, und jetzt noch hier hoch. Also, der Kniff, ich erkläre es kurz. Es soll sein, man läuft hier an der Wand, hier so lang und macht Q. Und mit Q schafft man es wohl bis nach da oben. Ich weiß selber noch nicht, wie das funktionieren soll. Aber es soll wohl irgendwie machbar sein. Das heißt, hier an der Wand laufen, Q drücken und zack. Da wollte ich hin. Schön, dass ihr nochmal nach unten schaut. Also ganz ehrlich, diesen Sprung hätte ich für nicht machbar gehalten. Deswegen war der für mich auch überhaupt nicht in Frage gekommen. Aber okay, es soll ja auch immer spannend bleiben. Deswegen wäre es ja langweilig, wenn nicht auch mal was dabei wäre, was nicht so fortklappt. Wir machen hier auf. So, Deck 6. Ich glaube, nach oben hat er gemeint. Bin mir nicht ganz sicher. In der Nähe von Autodeck 6 müsste es einen Weg aufs Oberdeck geben. Boah, sieht so aus. Ich habe mich mittlerweile an diesen Sprung gewöhnt mit diesem Q. Hier rein. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich richtig bin. Ich bin wie immer einfach dabei, dass ich irgendwo hinlaufe, wo ich es. Ja, Oberdeck. Aha! Fickt euch! Bleib in Deckung und arbeite dich zu ihm vor. Wird Zeit für ein paar Antworten. Ja, wunderschön. Und das war's. Zwei Schüsse halten wir aus. Alter, fuck it. Okay. Ich weiß nicht, wie gut die Sniper sind. Und wie viel Zeit mehr gelassen wird. Aber ich glaube. Bleib in Deckung und arbeite dich zu ihm vor. Wird Zeit für ein paar Antworten. Das war ein Hit. Ja, das Shit trifft es sehr gut. Ja, okay. Es ist nicht nur Running. Wer erwartet hat, dass wir nur Running machen, der muss, hat sich leider etwas geschnitten. Bleib in Deckung und arbeite dich zu ihm vor. Wird Zeit für ein paar Antworten. Na, natürlich kriege ich hier direkt einen Schuss rein. Ah, und das war auch klar. Bleib unten, safe. Okay. So. Und jetzt nach da drüben, würde ich sagen, oder? Alt? Ja, nach da hin. Hier so. Autsch! Ahaha. Nein, zurück! Deckung! Oh mein Gott. Wir warten kurz auf etwas Leben. Er braucht halt nur schießen jetzt, ne? So. Das hätten wir. Boah, Aussicht. Boah, unerwartet. Also eigentlich will ich ja da hoch, aber schaut euch diese Aussicht an. Schade, dass das Wasser so langsam ist. Aber okay. Boah. Gefällt mir. Da oben waren wir auch schon. Alles klar, also das Schiff steht auf jeden Fall mal noch still. Ja, das war jetzt vielleicht nicht unbedingt der beste Jump. So hier. Hier hoch. Was ist das? Ich hatte gehofft, hier geht's rein, aber.
habe ich wohl mehr gehofft, als es am Ende tatsächlich wird. Wo genau hockt der denn? Autsch, dort, alles klar. Ja, dann gehen wir mal hier in Deckung. Und probieren unser Glück weiter. Komm, 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 lauf, 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 lauf. Okay, der Anfang ist gemacht. Jetzt müssen wir hier ihn ausschalten. Die Waffe ist leider nicht rot geworden. Deswegen will ich hier einfach mal weiterlaufen und schauen, ob wir hier irgendwo hin müssen. Nee. Wo müssen wir genau hin? Ich weiß es nicht. Muss ich dich ausschalten? Ich glaube, ja fast, dass das ein Endgegner ist. Ich bin aber nicht sicher, was ist denn los? Okay, also ich glaube, dass das ein Gegner ist, den ich töten muss. Ich bin mir aber nicht sicher, aber Autsch. Also ich glaube, ich muss dafür sorgen, dass ich erstens die Sprünge irgendwie abwehre und dann Konter mache. Aber dadurch, dass ich so gar keine Erklärung zu ihm bekomme, bin ich nein nicht gedrückt. Ich glaube übrigens, dass das so ein Angriff ist, der beides im besten Fall abwehrt. Also ja, okay. Nein, ich muss irgendwann meine Angriffe beenden. Nee, jedes Mal das gleiche. Meine Fresse. Oh oh. Und wieder ein Angriff zu viel. Wieder ein Angriff zu viel. Schade. Muss ich ihn über eine Mechanik töten? Oder würde ich ihn direkt angreifen? Also nochmal. Ein Hit. Also ich probiere jetzt noch eine Methode, und zwar angreifen, Hit, angreifen. Also ausweichen, One Hit, ausweichen. Also immer nur. Er macht einen Angriff, so wie den. Den weiche ich mit einem Klick aus. Genau das darf nämlich nicht passieren. Nein, das war wieder Doppelklick von mir. Mein Fail. Scheiße. Autsch. Ja, komm, hör auf. Ist doch gut. Oh, 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 oh.
Das war's. Alles klar. Ganz ruhig, Telefon. Ganz ruhig. Also. Der Trick ist, Angriff ausweichen, zuhauen und Waffe schnappen. Okay, das schaffen wir in dieser Folge nicht mehr. Ich kann jetzt noch Eifersucht haben wir noch. Komm. Ich bin tot, alles klar. Das machen wir beim nächsten Mal dann nochmal. Okay, ich bedanke mich erstmal soweit fürs Zuschauen. Mal schauen, ob wir den hier nächste Folge schaffen. Ich bin selber sehr gespannt. Lasst noch einen Daumen nach oben da, abonniert mich, gebt mir Feedback. Ich freue mich wie immer über jeden Scheiß und sage auch wie immer zum Schluss. Tschö mit Ö.